Ihr kommt aber spät. Kommt zurück bei The Division. Oh ja, die JTF ist auch schon da. Schön, dass mit dem Colatus. Ja, wir haben natürlich hier alles gemacht, die ganze Arbeit. Und jetzt kommen unsere Kumpels von der JTF angeschissen und gucken blöd. Anstatt sie mal vorher kommen und uns helfen? Nein. So, jetzt gehen wir mal zum nächsten Safehouse, würde ich glatt mal. Ist das hier, ne? Ne, wir gehen zum nächsten Safehouse und dann gehen wir zur nächsten Story-Mission. So, machen wir das. Jo. I'm walking. Dass hier kein Auto mehr Sprit hat, finde ich auch merkwürdig. Da ist ja noch einer. Und da war eine Bombe. Irgendwas. Als Bumse macht. 200 Meter. Neuer Kampf. Ja, das soll uns jetzt nicht interessieren. Ja, ganz ruhig. Potenzielle Feindbasis identifiziert. Was? Anführer. Na ja, komm, den nehmen wir mit. Wenn er schon hier ist. Da läuft er doch schon. Oh, das ist auch wieder so ein Maschinengewehr-Affe. Links neben dir sind auch Typen. Ja, die hol ich. Ja, den Anführer hab ich mal ein bisschen zappeln lassen. Oh, der ist aber stabil, der Junge. Eieieiei. Was schießt denn da noch? Ach, da. Ah, keine Munition mehr. Ja. Fast tot. Ich auch. Bin tot. Und ich habe keine Munition mehr. Nein. Ach. Ich bin down. Ich auch. Hätten wir es nur mal ausgelassen. Ja. Nee, meine Munition war gerade alle. Und mit der Schrotflinte ging es nicht mehr. Aber der war fast down, der Boss. Ja, das macht nichts. Jetzt können wir wenigstens Munition tanken. Ja. Außerdem habe ich in der letzten Folge gemerkt, dass ich zwei Sturmgewehre anhabe. Oh, das ist nicht so vorteilhaft. Ich dachte, das wäre eine Sniper, aber es ist ein Sturmgewehr. Wo habe ich denn hier meine Sniper? Das hier ist nämlich keine. Das ist ein Sturmgewehr. Was ist das hier? Maschinenpistole. Ich habe gar keine Sniper. Da sollte ich vielleicht lieber eine MP anziehen, auch wenn es eine scheiß MP ist. Ja, macht mehr Sinn. Weil andere Munitionsart. Das zerlegen wir mal. .49. Die weg. Halt mal, bin ich jetzt im richtigen Slot? Da. Gut. Da muss ich hier die Mods abklemmen. Ich dachte eigentlich, die Scar L wäre ein Snipergewehr. War es aber nicht. Und deswegen hat die, das Teil auch so wenig Schaden gemacht am Snipern. Ja, Entschuldigung, habe ich nicht gelesen. Kann passieren. Muss zwar nicht, kann aber. Gemodelt. Hey, wo sehen Sie sich das an? Da vorne.
So. Okay. Können wir nochmal? Ja, ja. Wenn wir jetzt wieder da vorbeikommen, dann hauen wir die um. Ja. Einfach nur so aus Rache. Ich meine, gezielt gehe ich da jetzt nicht wieder hin, aber... Ich weiß gar nicht mehr, wo das war. Aber das sieht man ja am Sterbeort. Passen Sie auf. Hier ist gerade irgendeine Bande. Praktischerweise kriegt man ja immer seinen Sterbeort angezeigt. Hier ist irgendeine Bande durchgekommen, hat sie gesagt. Das sind die bestimmt. Das ist er? Eine schicke Lederjacke hat er mir gegeben. Ohne Bombe. Warnung. Potenzielle Basis identifiziert. Ach, hier war das doch irgendwo. Ich weiß es genau. Hey, hä? Ah! Oh, hinter mir ist auch irgendwas. Oh nein. Wir sind im Kreuzfeuer, das ist scheiße. Von links kommen auch welche. Aber ich glaube, links waren das die mit der Feindbasis. Wo schießt denn hier überall? Ich bin gleich tot. Wo bist du eigentlich? Hast mich ganz alleine, hast mich alleine gelassen. Das war nicht nett. Alter, ich meine rüber rausstrecken. Wie viel sind denn das? Das ist die Bande. Die ganze Map gepullt hier oder was? Das ist ja. Schießen die Eier weg. Oh, da kommt der Boss, da kommt der Boss. Komm schon, Flinte. Oh. Oh, 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 der Boss kommt hier rein, der Boss kommt hier rein. Nein, der ist auf mir. Okay, das Munitionspaket habe ich ihm angeschossen. Ah. Geht ihr mir auf den Sack hier? Weg da. Wie viel sind denn das überhaupt? Wie viel kommen denn da noch? Ich will aber nicht raus. Da draußen habe ich sie, glaube ich, alle erledigt. Ja, ich bin noch hier drin mit den Idioten. Ne, zwei sind noch hier drin. Also der Boss und noch einer. Bei dem Boss, den habe ich das Schild schon runtergehauen. Die Munitionsbox zerschossen. Ja, ich habe gerade nicht so viel Leben. Aber ich komme. Geht schon. Ich verarsche den. Du musst andersrum gehen am besten, dann haben wir nur einen im Visier. Oh ja! Oh ja! Ja, ich bleib mal liegen. Was ist denn der Spaß? Komm, lad schneller nach! Bereich gesichert. JTF benachrichtigt. Wo bist du dann? Bist du aufgestanden? Nö, aber er lädt. Ich sehe dich nämlich nicht mehr. Ich war in deinem Zuschauermodus. Ach so. Ich sehe dich ja nicht mehr liegen. Ja, irgendwie bin ich jetzt im Safehouse. Aber Kampf abgeschlossen steht bei mir auch. Juhu. Ja, okay. Dann komme ich zu dir jetzt. Ja. Vorne sind schon wieder die nächsten Spastis. Junge, das waren aber viele diesmal. Oh ja, das waren irgendwie zwei Gruppen auf einmal. Ja, da waren noch andere bei. Ja, wir sind jetzt eine Straße weiter rechts gelaufen. Und die kamen alle von links noch dabei.
böse. Das war böse. Wo ist denn das Safehouse jetzt da drüben? Da läuft er. Stimmt, wir waren eine Straße drunter. Jetzt muss man einen anderen Weg gegangen. Aber egal. Wir haben ihn. Müsste auch noch irgendwas Blaues liegen, bestimmt für dich. Ich habe auch irgendwas gekriegt. Ach. Hier sind wieder drei Typen. Die schaffst du ja wohl, oder? Bist du da schon? Nee. Oh, ein Zivilist, der an mir vorbeigelatscht ist. Ach, Leute! Team ist getroffen und braucht Unterstützung. Wo bist du denn? Warte, ich komme mal zu dir. Ich komme mal am Safehouse. Bist du im Safehouse? Ja. Hast du aufgegeben? Nee, aber ich war ganz tot. Das waren doch nur drei. Wer hat die nicht schon? Es waren vier. Es waren vier. Na gut. So ein Ärger. Na gut. Noch einmal. Hast du wieder Kackbuhn-Modus an heute? Kann der lustig werden. Was ist er denn? Komm raus! Zwei hast du getötet? Ja. Gut, dann habe ich die anderen zwei gerade gekriegt. Jetzt ist aber keiner mehr da. Jetzt müsstest du eigentlich bis zu mir schaffen. So, kann ich erstmal meine Ausrüstung checken? Danke. Immer Knieschoner ohne Ende. Es gibt mehr Leben, weniger Damage. So. Hast du schon gelootet, dein Kram da rechts im Haus? Ja, habe ich, habe ich. Okay, warte, ich gucke mal gerade, ob ich was Neues anziehen darf. Ich glaube, ich hatte einen blauen Rucksack, aber der ist schlechter als meiner, den ich anhab. Was näher, ja. Machen alle nicht mehr Damage. Mal zerlegen. Zerlege. Aber ein besseres Holster habe ich. Das ist schon mal gut. Sogar kugelsichertes Holster. Wow. Ja, weiter. Ist klar. So, ins Safehouse gehen wir noch, dann ist die Folge auch schon wieder fast vorbei. Wenn das ein Witz sein soll, ist doch nicht lustig. Hat einer was zu saufen? Ach, der mit dem Saufen schon wieder. Oh, diese Typen irgendwo. Hier ist nur einer. Der mit dem Besen. Lassen wir jetzt mal. Wie hoch muss man? Safe House ist so wie hier oben. Das ist aber schön versteckt. Sie betreten einen sicheren Bereich. Ach, die Turnhalle, stimmt. Oh ja, Munition. Sammeln wir mal mit dem Kerl. Ausrüstung für die Straße, nur Sie hier. Wurden also geschickt, um zu helfen. Sie erinnern mich ein wenig an Sullys Jungen, der immer bei Deckels rumgehangen hat, bis der Laden zugemacht hat.
Jetzt ist eine Sportsbar drin. Mit Geld von der Familie unterstützt, wissen Sie? Wie auch immer. Jetzt sind Sie hier und Gott weiß, es gibt viel zu tun. Wie damals, als Sergeant McManus das Kommando übernahm. Erinnern Sie mich daran, dass ich Ihnen das mal erzähle. Okay, in der nächsten Folge machen wir dann die Story-Mission, die Amherst Wohnung. Jawohl. Beziehungsweise failen wir da wieder rum. Bis dann!